Heftiger Erdrutsch am Knappensee im Landkreis Bautzen. Am derzeit gesperrten Knappensee im Landkreis Bautzen hat es am Donnerstag einen großen Erdrutsch gegeben. Nach ersten Erkenntnissen sind Erdmassen 500 Metern Uferlänge und bis zu 200 Meter tief ins Hinterland abgegangen, wie ein Sprecher des Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft, LMBV, am Donnerstag sagte. Nach derzeitigem Stand sind mindestens 4 Millionen Kubikmeter Erde abgerutscht. Auch Teile eines Waldes waren betroffen. Der Wasserstand sei kurzzeitig auf 1,50 Meter gestiegen, erläuterte der Sprecher. Auf der gegenüberliegenden Seite seien zwei Bungalows beschädigt worden, ebenso einige Gebäude des Segelvereins. Menschen wurden ersten Angaben zufolge nicht verletzt. Die LMBV saniert seit 8 Jahren die Uferbereiche des gefluteten ehemaligen Braunkohletagebaus. Etwa 3/4 der Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Der jetzt abgerutschte Bereich war noch nicht gesichert. Anführungszeichen. Wir sind sehr froh, dass es keinen Personenschaden gibt und dass unsere Meldekette so reibungslos funktioniert hat. Anführungszeichen, sagte Oberberghauptmann Prof. Bernhard Kramer vom Sächsischen Oberbergamt. Die Rutschung habe eindringlich das Sanierungserfordernis des bereits 1945 stillgelegten ehemaligen Braunkohletagebaus bestätigt. An diesem Bereich habe es in der Vergangenheit bereits mehrmals Rutschungen gegeben. Die Ursachen, das Ausmaß und die genauen Schäden auf beiden Uferseiten werden durch einen Sachverständigen für Geotechnik untersucht. Der Knappensee entstand Mitte des 20. Jahrhunderts, wurde zu einem beliebten Naherholungsgebiet. Seit Frühjahr 2014 ist der See gesperrt, um die langfristig geplanten Verfestigungsarbeiten am Ufer durchzuführen. Im kommenden Jahr sollte der See wieder freigegeben werden, dann sollten Baden und Bootfahrer